Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14, die Große Anfrage der Abg. Degen, Geis, Hartmann, Hofmeier, Merz, Quanz, Yüksel, SPD und Fraktion betreffend Umsetzungsstand inklusiver Beschulung. Drucksache 19/5106 aus 19 zu 4446 aus 19. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und als Erstes erteile ich Herrn Degen von der SPD-Fraktion das Wort. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Ich muss ehrlich sagen, ich würde es sehr begrüßen, die Debatten zu großen Anfragen. Die Redezeit würde sich nach der Anzahl der Fragen bemessen. Das waren in dem Fall 231. Das ist nicht der Fall. Ich will aber deswegen schon um Entschuldigung bitten, dass ich nicht auf alle 231 Fragen eingehen werde, sondern mir einige besondere exemplarische Punkte aussuchen werde. Es ist ganz passend, dass wir diese Debatte im Anschluss an die vorherige führen, weil man hier noch einmal den einen oder anderen Punkt doch auch sehr konkretisieren kann, da eben etwas zu kurz gekommen ist, meine Damen und Herren. Ich will mich zunächst aber noch einmal auch bei der Verwaltung, Ihrem Ministerium bedanken, Herr Kultusminister, für die ausführliche Beantwortung. Es ist wirklich sicherlich eine ganze Menge gewesen und will zumindest auch schon einmal um Entschuldigung bitten, wenn ich vielleicht das eine oder andere kritische Wort gleich finden werde. Ich glaube, manches liegt eher am Geschwurbel der politischen Führung als daran, dass hier man das von den Mitarbeitern gut beantworten wollte. Ich will, weil das auch hier vorkam, darauf hinweisen, dass der erste Schulversuch zum gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung schon 1983 in Rüsselsheim-Königstetten stattfand, also vor 35 Jahren, meine Damen und Herren. Und das sage ich deshalb, ich war da noch im Kindergarten, das sage ich deshalb, weil Hessen unheimlich viel Erfahrung hat in diesem gemeinsamen Unterricht. Heute nennt man es Inklusion. Ich muss sagen, ich fand den Begriff gemeinsamer Unterricht besser, weil es das Gemeinsame deutlich macht, dass von dieser Art des Unterrichts beide profitieren, die Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung. Und das wird hier noch einmal deutlich gemacht. Und ich finde es deshalb schade, und ich habe auch einmal in meinem Archiv geschaut. Ich habe hier, vielleicht kennt ihr mal noch die Geschichte von Tim und Katharina aus Bad Soden-Allendorf. Das war eine interessante Geschichte, 1988, als damals unter CDU-Regierung hier man das Ganze eigentlich einstampfen wollte und das nicht mehr genehmigen. Das sind Geschichten, über die reden Leute noch heute. Am Ende, zum Glück, konnten sich damals gerade auch SPD und Grüne wieder durchsetzen. Ich sage das deshalb, weil hier viele Berichte drin sind, auch über die Wirkungsmechanismen von gemeinsamem Unterricht, was daran positiv ist, genauso wie in dem Buch Spuren, ein Lesebuch zu 10 Jahren Integrative Schule Frankfurt, übrigens mit vielen Interviews früherer Kolleginnen und Kollegen hier. Auch der Kollege Hertle von den Grünen hat da vieles dazu gesagt, was man eigentlich nur unterschreiben kann. Ich sage das deshalb, weil leider in einigen Antworten auf die Fragen zu wissenschaftlichen Studien, Erkenntnissen eben zu den positiven Effekten des gemeinsamen Unterrichts der Inklusion leider die Landesregierung in ihrer Antwort sagt, der Landesregierung sind zu diesen Fragen keine belastbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bekannt, meine Damen und Herren. Das finde ich traurig, denn eigentlich sollten Sie in eigenen Archiven viel, viel besseres Material dazu haben. Inklusion, das heißt, der gemeinsame Unterricht ist eine sinnvolle Sache, weil junge Leute, Schülerinnen und Schüler eben möglichst wohnortnah beschult worden werden, dort zur Schule gehen, wo sie aufwachsen, wo sie nachmittags im Verein sein können, wo sie Schulkameradinnen und Kameraden auf dem Spielplatz treffen. Das halten wir für überaus sinnvoll, zumal einfach da auch von der sozialen Kompetenz alle profitieren und auch zusätzliche Kräfte am Ende für einen Mehrwert für alle Schülerinnen und Schüler beitragen. Meine Damen und Herren, Hessen war einmal vor in der inklusiven Beschulung, auch bei den Standards. Leider wurden die letzten Jahre immer weiter abgebaut. Und das ist auch eigentlich deshalb ein schönes Beispiel, die Inklusion, weil man hier sieht, dass Schwarz und Grün, glaube ich, nicht doch so gut zusammenpassen, wie sie das immer tun. Ein Beispiel, in der Tat, das habe ich schon öfters an dieser Stelle gesagt, es ist ganz schön, dass neue Stellen geschaffen wurden, dass die Grünen auch sagen können, das haben wir durchgesetzt, jawohl. Aber sie werden doch im Grunde vorgeführt, weil am Ende
eben diese Stellen nicht besetzt werden können, weil eben überhaupt keine Lehrkräfte dazu da sind. Das haben wir eben schon diskutiert. Und ich will das noch einmal am Punkt Förderpädagogen deutlich machen. Das haben wir hier in dieser Anfrage drin. 78%, meine Damen und Herren, 78% der Lehrkräfte an Förderschulen. Nur 78% haben ein Lehramt dafür. 22% sind fachfremd, haben keine Ausbildung. Und das sind Zahlen, die sind nicht neu, die wissen wir schon seit Jahren. Und da hat die Landesregierung versäumt, rechtzeitig auszubilden, meine Damen und Herren. Übrigens auch das, Herr Kollege May, hat Ihr Vorgänger als Bildungspolitischer, der Vorgänger als Bildungspolitischer Sprecher zumindest, der das hier einmal vertreten hat, auch in seinem Interview so gesagt. Der Ressourcenvorbehalt, sagen Sie, sei abgeschafft. Am Ende aber steht im Schulgesetz, dass doch nach wie vor das Schulamt entscheidet. Und mal ganz wesentlich zu den Zahlen. Auch darauf will ich zu sprechen kommen. Die Förderquote, das heißt die Quote von Schülerinnen in Hessen, die, die einen Anspruch haben auf sonderpädagogische Förderung, die ist gestiegen von 4,38 auf 5,65. Das finde ich schon erstaunlich, dass eben hier immer mehr Kinder etikettiert werden. Das ist sicherlich keine erfolgreiche Schulpolitik in Hessen. Die Inklusionsquote ist die geringste überhaupt in Deutschland mit 1,54%. Kein anderes Bundesland hat so wenige Schülerinnen und Schüler in der Inklusion. Das spricht leider nicht mehr für Hessen vorn, das ist Hessen hinten. Die Förderschulbesuchsquote ist mit 4,11% dafür relativ hoch. Allerdings, auch das muss man sagen, ist das nicht überall im Land so. Beispielsweise im Main-Taunus-Kreis sind es nur 1,67%, im Landkreis Kassel 2,3%. Es geht also auch anders. Das heißt, auch hier gibt es Beispiele, auf denen man aufbauen kann. Dann komme ich mal aber zum einem konkreten Punkt noch einmal. Die Frage 70 habe ich mir herausgegriffen, weil ich glaube, dass Evaluation hier eine wichtige Rolle spielen sollte. Es wird immer wieder angeführt, wenn ich frage, wie evaluieren die Schulen das, was wissen sie da, wird verwiesen auf die Checkliste Inklusion. Wenn ich dann aber frage, wie oft diese Checkliste denn eingesetzt wurde, dann ist die Antwort, der kommt drauf. Dazu liegen uns keine Erkenntnisse vor, meine Damen und Herren. Ebenso bei der Frage nach der Umsetzung von Standards für eine inklusive Schule. Auch hier ist die Antwort leider, dass nicht einmal bei der Schulevaluation dies ein fokussierter Gegenstandsbereich gewesen ist. Sie wissen am Ende wieder gar nichts. Nichts wird evaluiert, und eigentlich haben Sie keine Ahnung von der Realität an hessischen Schulen in der Inklusion. Ich habe über Standards gesprochen. Beim gemeinsamen Unterricht war einmal Standard, dass es eine Doppelbesetzung gibt. Immerhin ist hier noch die Rede, dass bis zu 11 Stunden ein Förderschullehrer bei geistiger Behinderung, geistiger Entwicklung dabei sein darf. Da dachte ich mir, ich frage einmal in der Großen Anfrage, in wie vielen Fällen wurden zwischen 2012 und 2015 den Schulen auch wirklich die immer wieder angeführten 12 Stunden eines Förderschullehrers zugewiesen, meine Damen und Herren? Was meinen Sie, was ist die Antwort? Keine Kenntnis hierzu, liegen keine Daten vor, meine Damen und Herren. Wenn Sie nicht einmal wissen, wie oft überhaupt diese 11 Stunden da waren, dann spricht das für mich dafür. Sie haben sie wahrscheinlich nie herausgegeben. Sie schwurbeln sich herum mit irgendwelchen Aussagen von bis, aber am Ende wurden Standards auch unter dieser Landesregierung weiter abgebaut, meine Damen und Herren. Dann haben wir spannend auch die Frage der Fachberatung, weil gerade die inklusive Schulentwicklung so wichtig ist, sowohl für die Regelschulen als auch für die Förderschulen. Und was kommt hier raus? Im Schuljahr 2015, 2016 gab es noch 15 Stellen für Fachberatung an den Schulämtern. Im Schuljahr 2016, 2017 waren es gerade noch 6,75. Meine Damen und Herren, so kommt inklusive Schulentwicklung nicht voran. Das muss sich wieder ändern. Beim Nachmittagsunterricht ist es ganz ähnlich. Auch hier ist klar, wenn Schule länger dauert, braucht man doch natürlich auch mehr Förderunterricht, um auch am Nachmittag die Inklusion zu unterstützen. Auch hier die Antwort, was denn nachmittags getan wird, was es dann an Zuschüssen gibt. Darüber liegen dem HKM keine Informationen vor. Ganz spannend, Herr Kultusminister, ich stelle nur diese eine Frage, weil sie ist mir wirklich wichtig. Frage 53. Da geht es um den Punkt an einer Schule, das war einmal ein Ziel im Aktionsplan, es war, an einer Schule im Förderschwerpunkt Lernen werden keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Das steht im Aktionsplan der Landesregierung, ein gar nicht unambitioniertes Ziel. In Niedersachsen macht das so. Aber plötzlich im Umsetzungsstand steht es nicht mehr drin. Sie sagen, das sei Verwaltungshandeln. Ist es Verwaltungshandeln, dass nicht mehr eingeschult wird an Förderschulen im Schwerpunkt Lernen? Oder weshalb ist dieses Ziel nun wirklich rausgefallen? Da bitte ich doch noch um eine Erklärung. Letzter Punkt zu den Arbeitsbedingungen. Auch das ist ganz interessant.
seit 4 Jahren über 4 Jahren steht im Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün, dass eben Lehrkräfte, Förderpädagogen nur noch an möglichst einer Schulform eingesetzt sein sollen. Das ist nach wie vor immer noch nicht über allem Land der Fall. Wann kommen wir endlich dahin, dass die Menschen mehr Zeit in den Klassen verbringen als im Auto und auf der Straße, meine Damen und Herren? Genauso der Punkt 2013 hat der Kollege Wagner hier noch kritisiert, dass durch die unterschiedliche Dauer von Unterrichtsstunden zwischen Förderpädagogen und Regelpädagogen eben die Förderlehrer mehr Arbeit, mehr Zeit verbringen, mehr Arbeitszeit haben in der Inklusion an den Förderschulen. Das kritisiert. Hier wird leider gesagt, dass das nach wie vor so hingenommen wird, man nichts dagegen unternimmt. Da würde ich doch gerne wissen, wie die GRÜNEN sich heute dazu verhalten, meine Damen und Herren. Am Schluss, was will die SPD? Wir wollen zu einer deutlich besseren Lehrerversorgung kommen. Das heißt, wir müssen vor allem deutlich mehr als bisher, auch das die Regierungsfraktionen tun, in die Lehrerausbildung investieren, deutlich mehr Kapazitäten schaffen, um am Ende zu einem Schlüssel zu kommen, den wir in Südtirol kennengelernt haben, 1 zu 100 an einer Regelschule, ein Sonderpädagoge, Förderpädagoge auf 100 Schüler. Wir wollen, dass die Lehrerausbildung auch für die Regelschullehrer angepasst wird, nämlich durch inklusive Grundkompetenzen für alle. Herr Degen, Sie hatten zwar begründet, dass Sie mehr Zeit brauchen, Sie kriegen sie aber nicht. Kommen Sie bitte zum Schluss. Letzten Punkt. Die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden, damit auch wirklich der Ganztag auch für die Inklusion funktioniert. Wir wollen, dass am Ende jedes Kind in der Lage ist, die Schule sowohl im Grundschulbereich als auch im Weiterführenden in der Lage ist, die Schule in der Nachbarschaft zu besuchen. Am Ende müssen alle Schulen inklusive Schulen werden. Nicht sofort, aber schrittweise. Schwerpunktschulen können dazu nicht das Endziel eines inklusiven Schulsystems sein. Danke schön für die Aufmerksamkeit. Danke schön, Herr Degen. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Ravensburg das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Große Anfrage mit Herr Degen, Sie haben es erwähnt, 231 Fragen. Deshalb auch einmal herzlichen Dank von unserer Seite an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kultusministerium. Diese will ich zum Anlass nehmen, um uns, die also für uns die besonders wichtigen Punkte der Inklusion in den hessischen Schulen darzustellen. Die Hessische Landesregierung baut die inklusive Beschulung in Hessen kontinuierlich aus. Das ist erst einmal eine Feststellung. Und das will ich Ihnen auch mit Zahlen darstellen. Im Schuljahr 2012/13 wurden 20,5 % der Schüler mit Förderbedarf inklusiv beschult. Im Schuljahr 2016/17 waren es bereits 27 % und damit 8.285 Schüler. Und das, was auch Herr Degen vielleicht sich mal genau anschauen sollte. Wir haben nämlich noch 33.429 Schüler, für die vorbeugende präventive Maßnahmen in den allgemeinen Schulen zur Förderung hinzukommen. Und sehr geehrter Herr Degen, vielleicht sind wir der SPD nicht schnell genug bei der Umsetzung. Das schließe ich aus Ihren Fragen auch nach der Umsetzung in den anderen Bundesländern. Wir sagen aber, Geschwindigkeit ist für uns kein Kriterium, wenn es um einen so umfassenden Prozess geht wie die Umsetzung der Inklusion hier in Hessen. Andere Bundesländer, ja, die sind vorgeprescht, wie z.B. NRW oder Niedersachsen. Doch sie haben vergessen, dort die Eltern und die Schulen mitzunehmen. Und das Ergebnis, das konnte man besichtigen bei den Wahlen. Wir achten und wir respektieren den Elternwunsch. Eltern können in Hessen wählen und haben die Möglichkeit, sich auch ausführlich beraten zu lassen in unseren Beratungs- und Förderzentren, um den besten Weg für ihr Kind, denn das steht im Vordergrund, zu finden. Wahlfreiheit heißt aber auch, dass es eine Wahlmöglichkeit geben muss, nämlich zwischen dem Unterricht in den Förderschulen und dem inklusiven Unterricht. Und deshalb werden wir in Hessen auch die Förderschulangebote aufrechterhalten. Und deshalb frage ich mich, Herr Degen, bei Ihrer Frage, was wollen Sie denn hören, wenn Sie die Frage stellen,
Wann ist die Inklusion in Hessen umgesetzt? Ich sage ganz klar, wir sind nicht der Auffassung, dass Inklusion erst dann umgesetzt ist, wenn es keine Förderschulen mehr gibt. Ich sage Ihnen, wir setzen die Inklusion bereits heute um und bauen sie kontinuierlich in unseren inklusiven Schulbündnissen, das Wort haben Sie sehr, sehr bewusst vermieden, flächendeckend aus. Für uns ist klar, Inklusion muss immer vom Kind her gedacht werden, und deshalb wollen wir ein Schulangebot. Wir wollen ein Schulangebot, das jedem Kind die jeweils bestmögliche Beschulungsmöglichkeit bietet, und zwar, da sage ich auch bewusst, allen Kindern mit oder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Inklusion ist ein Prozess, der sich entwickeln muss und Unterstützung braucht. Und die Grundlage ist der Hessische Aktionsplan, in dem die Grundsatzziele dafür formuliert sind. Ein solcher Prozess kann nur erfolgreich sein, wenn er dann auch gemeinschaftlich durch enge Zusammenarbeit Schule, Eltern, Schüler, Lehrkräfte, Verwaltung, Verbände und Kommunen erfolgt. Das ist genau schon umgesetzt worden in den Modellregionen inklusiver Bildung. Dort haben nämlich die Kreise und Schulämter eng zusammengearbeitet, um beste Bedingungen für Wahlmöglichkeiten der Schüler zu schaffen und diesen zu verbessern. Und deshalb sage ich auch da ganz klar, Förderschulen waren auch immer dort ein wichtiger Bestandteil in den Modellregionen. Und auf diesen Erfahrungen bauen wir jetzt auf mit dem Aktionsplan für die inklusiven Schulbündnisse mit regionalen Schulnetzen, wo wir alle Beteiligten einbinden. Und deshalb will ich noch auf zwei, drei Merkmale dieser inklusiven Schulbündnisse, weil es eben so wichtig ist, eingehen. Wir sorgen in den Schulbündnissen dafür, dass die Kinder, die einen festgestellten Förderbedarf haben, auch mit den notwendigen Ressourcen versorgt werden. Und die fließen dann mit dem Kind an den jeweiligen Förderort, ob Förderschule oder inklusive Beschulung. Wir wollen dadurch natürlich auch Fehlanreize verhindern. Außerdem ermöglichen wir, dass die Lehrkräfte möglichst nur an einem Schulstandort eingesetzt werden. Damit müssen die Lehrkräfte nicht mehr, und da habe ich großes Verständnis für Kritik, die damals geäußert wurde, von einer Schule zur anderen Schule springen und viel Zeit auf der Straße verbringen. Das entlastet künftig die Förderschullehrer, das stärkt ihre Zugehörigkeit zu den Kollegien und erhöht die Arbeitszufriedenheit. Und die ESB arbeiten in den regionalen Bündnissen so, dass sie sich jedes Jahr über die jeweiligen Standorte der inklusiven Beschulung verständigen, und zwar entsprechend der Bedarfslage. Sie haben dann die nötige Flexibilität, um für die Kinder den bestmöglichen Förderweg zu finden. Und deshalb, Frau Faulhaber, auch noch einmal Schwerpunktschulen, wie sie die SPD erfragt hat, gibt es deshalb aus gutem Grund eben nicht. Auf eine Frage will ich auch noch besonders hinweisen. Die SPD fragt, wie viele Schüler wurden das Beratungssystem in das sonderpädagogische System, und meine Damen und Herren, hören Sie zu, eingewiesen. Was meinen Sie denn damit, Herr Degen? Eine Einweisung in die Psychiatrie, die kenne ich. Die Beratung von Eltern bei ihrer Entscheidung, ob eine Förderschule gewählt werden soll, mit einer Einweisung in eine Anstalt gleichzusetzen, das finde ich schon mehr als unverschämt. Und das zeigt auch, welche Ideologie bei Ihren Fragen dahintersteht. Ihnen geht es nicht um Wahlfreiheit. Ihnen geht es um die Verordnung und die Vorstellung einer Gemeinschaftsschule, bei denen Förderschulen eben nicht mehr vorkommen. Eltern, die Beratung suchen und dann sehr bewusst für ihr Kind die Förderschule wählen, die, finde ich, sollten das unbedingt auch wissen. Noch einmal zu den Förderschullehrern. Mit 2.170 Stellen in den allgemeinen Schulen haben wir jetzt mehr Lehrkräfte in der inklusiven Beschulung als jemals zuvor. Und es sind mittlerweile auch mehr Stellen, als in den Förderschulen sind.
und hinzu kommen weitere 200 Stellen für die Schulbündnisse im aktuellen Doppelhaushalt. Und auf eine letzte Frage der SPD will ich noch hinweisen. Sie fragen, ob die Schüler mit Förderschulbedarf an einem Förderschulstandort, also dort, wo beim Wohnort auch eine Förderschule ist, höher ist als dort, wo es keine Förderschule gibt. Ja, das ist so. Nur, ich warne ausdrücklicher Dingen von der falschen Schlussfolgerung. Nämlich, wenn es keine Förderschule mehr gäbe, dann gibt es auch keine Förderschüler mehr. Das hat NRW gedacht. Genau diesen Fehler haben Sie nämlich gemacht. Sie haben Ihre Inklusionsquote schlagartig verbessert, aber Eltern und Lehrer schlicht zur Verzweiflung gebracht. Und das machen wir hier in Hessen nicht mit. Wir arbeiten daran durch vorbeugende Maßnahmen, beginnend mit einer hochqualifizierten Frühförderung im Kindergartenalter, präventiv arbeiten, um Förderbedarf gar nicht erst entstehen lassen. Wir verzichten aber aus gutem Grund auf die Medaillenränge in den verschiedenen Rankings. Denn uns geht es nicht um die höchste Quote oder die Geschwindigkeit wie im sportlichen Wettbewerb, sondern uns geht es um die Qualität der Bildung und das Wohl der Kinder in unserem Schulsystem. Danke. Danke, Frau Ravensburg. Es scheint keinen Diskussionsbedarf im Plenum mehr zu geben. Deswegen schaue ich den. Ja, Sie müssen mir hier schon. Für DIE LINKE erteile ich Frau Faulhaber das Wort. Gut. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Inklusion ist eine der zentralen Aufgaben im Schulsystem. Seit 30 Jahren wird in Hessen experimentiert, und das nicht immer mit gutem Erfolg. Gute Ansätze wurden auch wieder eingestampft. Ich erinnere an den gemeinsamen Unterricht. Und ein flächendeckendes, verbindliches Inklusionskonzept steht immer noch aus. Was die Große Anfrage der SPD deutlich macht, sind vor allem drei Dinge. Erstens. Die Investitionen in ein inklusives Schulsystem werden immer weiter zurückgefahren, und der Trend ist ungebrochen. Das wird z.B. deutlich in der Antwort auf die Frage 91. Dort sind die zur Verfügung stehenden Stellen für den Bereich Fachberatung sonderpädagogische Förderung pro Schulamtsbezirk aufgezeigt. Und was kann man da sehen? Zum Schuljahr 2016/17 wurden die Stellen pro Schulamtsbezirk mehr als halbiert. Und noch deutlicher allerdings wird es, wenn man sich die Antwort auf die Frage 221 ansieht. Ich zitiere: Wie in der Vorbemerkung angeführt, ist die sonderpädagogische Förderung neben der individuellen Förderung der allgemeinen Schule eine ergänzende zusätzliche Unterstützung. Sie erfolgt nicht pauschal, sondern im Einzelfall bemessen anhand, und nun kommt's, der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Zitat Ende. Das, meine Damen und Herren, zeigt genau das, was wir immer sagen. Sie betreiben Inklusion als Sparprogramm. Denn wissen Sie, wie die Antwort lauten müsste, wenn das Kultusministerium es mit der Umsetzung der Inklusion ernst nehmen würde? Dann müsste es heißen, die Unterstützung erfolgt nicht pauschal, sondern im Einzelfall bemessen anhand des ermittelten Bedarfs. So, zweitens. Inklusion ist nach wie vor nicht für alle Schulen ein Thema. Da bleiben z.B. die Gymnasien außen vor. Das sieht man beispielsweise in der Lehrerbildung, in der das Modul Diversität in Lehr- und Lernprozessen nutzen, für alle Schulformen, aber nicht für das Gymnasium angeboten wird. Man sieht es aber vor allem an den Zahlen zum Übergang an ein berufliches Gymnasium oder eine gymnasiale Oberstufe aus einer Förderschule heraus. Und diese Zahlen sind alarmierend. Im Schuljahr 2013/14 gab es 24.419 Förderschülerinnen und Förderschüler, und es gab 6 Übergänge in die Sekundarstufe 2. 6.
Und das wurde aber schlimmer. Im Schuljahr 2014/15 waren 24.015 Förderschülerinnen und Förderschüler. Die Anzahl der Übergänge in eine gymnasiale Oberstufe oder ein berufliches Gymnasium betrug null. Und letztes Schuljahr gaben Sie die Zahl der Förderschüler und Förderschülerinnen in Hessen mit 22.160 an, und die Anzahl der Übergänge sind 4. Oder um es mit den Worten des Kultusministers zu sagen, ich zitiere, die Ermittlung von Gelingungsbemühungen für inklusive Beschulung an Gymnasien ist kein Ziel oder Teilziel des Hessischen Aktionsplans, nachzulesen Seite 26. Ja, da kann doch irgendwas grundsätzlich überhaupt nicht stimmen, meine Damen und Herren. Erzählen Sie mir mal anhand dieser Zahlen irgendwann noch einmal etwas von gelungener Inklusion und vorhandener Durchlässigkeit des Schulsystems. Das ist ja geradezu atemberaubend. So, und drittens. Die inklusiven Schulbündnisse sind weitere Mogelpackungen aus dem Kultusministerium. Das wird sehr schön in der Antwort auf die Frage 215 deutlich. Welche sind die Merkmale eines flächendeckenden inklusiven Unterrichts? Und da lautet die Antwort, der flächendeckende inklusive Unterricht wird hessenweit organisatorisch über die Einführung der inklusiven Schulbündnisse erreicht. Also, da weiß ich jetzt eigentlich wirklich gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Die inklusiven Schulbündnisse sind doch eigentlich erst einmal nicht viel mehr als eine Bündelung von Ressourcen an einem Ort und eben nicht wohnortnahe inklusive Beschulung. Diese Schulbündnisse sorgen für flächendeckende Inklusion. Meinen Sie das eigentlich ernst? In diesen Schulen werden Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf oder mit einem Förderschwerpunkt zugewiesen, und die Kinder müssen wie eh und je zu dieser Schule fahren, genau wie früher bei den Förderschulen, und die werden eben nicht zusammen mit ihren Freunden und Nachbarskindern unterrichtet. Das übertünchen sie immer, und das ist Augenwischerei. Und Frau, ich habe Sie nicht verstanden, aber zu Ihnen wollte ich gerade etwas sagen. Was ist es denn anderes, Frau Ravensburg, als eine Schwerpunktschule, wenn es eine Schule ist, zu der alle Schüler hinfahren, um dort in der spezialisierten Schule, das stellen Sie sich ja vor, die sich auf bestimmte Förderschwerpunkte spezialisiert hat, unterrichtet zu werden. Das ist eine Schwerpunktschule. Sie benutzen ein anderes Wort, aber es ist nicht Inklusion drin, wo Inklusion draufsteht. Es ist Schwerpunktschule drin, wo Inklusion draufsteht. Der Grundgedanke der Schulbündnisse ist nämlich schon grundsätzlich mal der falsche. Eine Konstruktion wie Schwerpunktschulen, die kann nicht inklusiv sein. Das ist irgendwie logisch. Exklusion schließt Inklusion notwendig aus. So. Ja, manchmal muss man es fünfmal sagen, weil irgendwie kommt es ja nicht. Aber ich weiß, das ist nichts, was mit Verstehen zu tun hat. Es hat etwas mit Ideologie zu tun. Und Ihr Bild von Menschen und Menschen mit Behinderung ist halt ein anderes als meins. So sieht die Welt aus. Ja, das weiß ich. Und deswegen sage ich das hier auch. So, dabei könnte man ja Inklusion tatsächlich angehen. Da muss als erstes der Ressourcenvorbehalt fallen. Das ist das A und O, weil neue Aufgaben natürlich neue Mittel bedürfen. Und dann ist es ja auch möglich, kann man ja sehen, wenn man nach anderen Bundesländern guckt, Bremen, die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen gibt es dort nicht mehr. Alle Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf werden inklusiv unterrichtet. Dann sagen Sie immer, ja, Bremen ist eine Stadt, also nehmen wir ein Flächenland, Niedersachsen. Dort sind die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen im Primarbereich bereits ausgelaufen. Und dann steht jetzt das Auslaufen dieser Schulform in der Sekundarstufe 1 an. So, dann kann man noch Hamburg nehmen oder so, das spare ich mir jetzt. Es gibt also bereits Beispiele, die man sich ansehen kann. Und wir haben das auch immer in den vergangenen Jahren eingefordert, dass man mal von jemand anders etwas lernt. Irgendwie geht es halt woanders, und hier in Hessen geht es nicht. Da müssen wir eigentlich mal was lernen. Sie verteidigen lieber ein ungerechtes und unsoziales Schulsystem, das die Kinder von vornherein begünstigt, die in die Norm passen und aus den sogenannten guten Elternhäusern stammen, meine Damen und Herren. Und da würde ich Ihnen vorschlagen, lesen Sie noch einmal die UN-Behindertenrechtskonvention. Dort wird der Aufbau eines inklusiven Schulsystems als unverrückbares Menschenrecht gefordert. Von inklusiven Schulbündnissen und Ressourcenvorbehalten steht dort nichts.
Jetzt, wenn die CDU die Konvention nicht liest, das erscheint mir noch irgendwie nachvollziehbar. Die haben halt so ein Bild, hat mir gerade wieder gehört. Aber diese UN-Konvention ist doch eine originär grüne Konvention. Ich frage Sie also von den Grünen, sind inklusive Schulbündnisse und Ressourcenvorbehalte, ist das der Schulterschluss mit der CDU, ist das eine erfolgreiche grüne Bildungspolitik? Das müsste mir schon einmal jemand beantworten. Ich verstehe nicht, wie man so ein Bündnis machen kann. Danke, Frau Faulhaber. Für die Grünen hat sich jetzt Herr May zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für uns GRÜNE gilt, die Inklusion von Kindern mit Behinderung muss grundsätzlich all denjenigen Eltern ermöglicht werden, die das wünschen. Wir sehen darin die Erfüllung eines Anspruchs, der den Eltern und den Kindern aus der UN-Behindertenrechtskonvention erwächst. Wir wollen erreichen, dass die Inklusion an unseren Schulen von der Ausnahme zur Regel werden kann. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hat für die hessischen Schulen und die Politik eine durchaus große Aufgabe gestellt. Wir stehen bei der Umsetzung dieser Zielvorgaben vor einem gewissen Spagat. Einerseits erwarten viele Eltern, die schon lange und intensiv mit ganzer Kraft für eine inklusive Beschulung ihrer Kinder kämpfen, dass es schneller vorangeht. Andererseits dürfen wir nur so schnell vorangehen, wie unser Schulsystem mit seiner jahrzehntelang nicht inklusiven Tradition die Veränderungen auch mitgehen kann und auch qualitativ umsetzen kann. Es geht also um die Kombination von Klarheit im Ziel und Augenmaß in der Umsetzung. Und genau diesen Weg haben wir in Hessen eingeschlagen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern haben wir deswegen nicht per Stichtag Förderschulen abgeschafft, ohne dabei zu berücksichtigen, ob die anderen Schulen schon hinreichend auf die inklusive Beschulung vorbereitet sind. In Hessen ist stattdessen der Elternwillen dafür maßgeblich, ob ein Kind zur Förderschule geht oder inklusiv beschult wird. Das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren sukzessive, behutsam, aber stetig eine Verschiebung von den Förderschulen hin zum inklusiven Unterricht stattgefunden hat und dass wir fast alle Wünsche auf inklusive Beschulung stattgeben konnten. Und wir sind nicht so vermessen zu sagen, dass man das per Landtagsbeschluss die Probleme und Sorgen, die es dort gibt, einfach wegzaubern könnte. So etwas funktioniert vielleicht in der Fantasiewelt der Linkspartei. Aber wenn Sie reale Politik machen wollen, dann müssen Sie schauen, wie Sie die Dinge tatsächlich organisieren können. Und von daher hören wir ganz genau zu. Wir hören den Eltern zu, die wünschen, dass ihr Kind inklusiv beschult werden kann. Wir hören denjenigen Eltern zu, die dann eben ein Kind haben, wo dann Inklusion stattfinden wird. Wir hören den Lehrern zu, die mit einer neuen Aufgabe betraut sind. Wir hören denjenigen Förderschullehrern zu, die von einer Förderschule ins Regelschulwesen wechseln. Und wir nehmen das alles, was wir dort hören, auf und setzen das in pragmatische und praktische Politik um. Denn es gibt ja im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie man mit einer aktuellen Situation umgeht, die herausfordernd ist. Die eine Möglichkeit ist, das ist dann die Variante FDP, man hört auf mit der Umsetzung. Man steckt den Kopf in den Sand und verweigert die weitere Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Und ich muss sagen, dass dieses Modell keins ist, das für uns GRÜNE trägt, sondern wir stehen zur UN-Behindertenrechtskonvention. Wir wollen diejenigen, die Inklusion wünschen, weiter unterstützen und die Schulen darin stärken. Und von daher ist das, was Sie vorschlagen, für uns kein Modell, sondern wir haben uns dafür entschieden, Probleme und Sorgen ernst zu nehmen, aber eben auch Antworten zu entwickeln und richtige Lösungsansätze auf die Tagesordnung zu setzen. Und eines dieser Probleme war gewesen, der Kollege Degen hat das ja als Problem hier vorgestellt, zu Recht,
dass wir festgestellt haben, dass Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer, die in der Inklusion tätig sind, zu viel Zeit hinter dem Steuer oder in der Straßenbahn verbracht haben. Deswegen haben wir reagiert und im Schulgesetz die inklusiven Schulbündnisse eingeführt, die jetzt nach und nach vor Ort eingerichtet werden, um dafür zu sorgen, dass die Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer nicht gezwungen sind, die ganze Zeit auf Achse zu sein, sondern dass sie möglichst fest an einer Schule verortet sind. Und ich frage Sie einmal, was ist denn Ihr Alternativkonzept an dieser Stelle? Oder stimmen Sie uns nicht zu, dass wir auf diese Art und Weise, indem wir dem Förderschullehrer einen Einsatzort geben, genau auf diese Herausforderung reagiert haben? Und von daher müssen Sie doch zugeben, dass das Konzept der inklusiven Schulbündnisse, das wir hier eingeführt haben, eine gute Lösung für diese Sachfrage ist. Herr Präsident, ich würde die Zwischenfrage zulassen. Danke schön, Kollege May. Sind Sie denn der Ansicht, dass mit dem Ausbau der inklusiven Schulbündnisse die inklusive Schulentwicklung in Hessen abgeschlossen ist? Herr May, Sie haben das Wort. Lieber Kollege Degen, ich glaube, jeder Politiker, der sagt, dass eine politische Entwicklung mit irgendetwas abgeschlossen ist, der hat seinen Beruf verfehlt, würde ich sagen. Und abgeschlossene Vorstellungen, abgeschlossene Weltbilder und dass alles auf ein bestimmtes Ergebnis hinläuft, das kennt man im Marxismus, aber ich würde mich dieser Ansicht, glaube ich, nicht zu eigen machen. Also, wir haben auch den Wunsch der Eltern nach mehr inklusiver Beschulung aufgenommen. Wir haben deswegen mehr Kindern die Möglichkeit gegeben, an inklusiver Beschulung teilzunehmen. Wir haben die Anzahl der Kinder, die inklusiv beschult werden, in den letzten Jahren um 24,2 % gesteigert. Aber wir haben auch darauf reagiert und mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt. Wir haben mehr Lehrkräfte zur Verfügung gestellt und haben deswegen im gleichen Zeitraum bis zum letzten Schuljahresbeginn die Lehrerstellen um 46,2 % gesteigert. Also noch einmal zum Vergleich. Steigerung der Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler 24,2 %, Anzahl der Lehrkräfte dafür 46,2 %. Das zeigt sehr deutlich, wie ernst wir die Herausforderung nehmen und wie sehr wir die Schulen vor Ort unterstützen. Und wir gehen diesen Weg noch weiter. Wir haben mit dem Doppelhaushalt noch einmal 120 Stellen hinzugefügt. Wir haben zusätzlich 700 Stellen für Sozialarbeit zur Verfügung gestellt. Wir haben neue Studienplätze letztes Jahr schon eingerichtet und werden das auch mit dem Doppelhaushalt noch einmal weitere eingerichtet. Wir haben Weiterbildung eingerichtet. Das zeigt alles ganz deutlich, dass wir die Ressource, dass wir die Unterstützung für die Schulen, für die Inklusion weiter aufbauen. Und jetzt haben Sie, Herr Kollege Degen, ja in der vorherigen Debatte und eben gerade noch einmal gesagt, na ja, da sind ja auch einige mit dabei, die kein zweites Staatsexamen für Lehramt haben, in diesem Fall für Förderschullehramt. Und es war eine, glaube ich, unzulässige Verkürzung, als Sie gesagt haben, dass dort Menschen seien ohne Ausbildung. Weil fast alle dieser Menschen haben eine Ausbildung. Sie haben vielleicht kein zweites Staatsexamen für das Lehramt an Förderschulen, aber sie haben andere Berufsausbildungen, die durchaus sehr von großem Nutzen ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns doch eigentlich einig sind in der Enquete-Kommission, dass die Zielrichtung für die Zukunft sein muss, mehr Multiprofessionalität an den Schulen einzurichten. An diesem Punkt zu sagen, das sei das Manko, an dieser Stelle zu sagen, bloß weil jemand nicht das zweite Staatsexamen hat, kann der keine wichtige Aufgabe in einer Förderschule einnehmen. Ich glaube, da sollten Sie noch einmal darüber nachdenken. Ich glaube, dass das keine gute Schlussfolgerung ist, die Sie dort getroffen haben. Sie haben mit der Großen Anfrage eine echte Fleißarbeit hingelegt. Das will ich Ihnen zuwilligen. Und wie ich Sie kenne, lieber Kollege Degen, sind Sie ja im Bereich des Förderschulwesens und der Inklusion sehr bewandert. Umso bedauerlicher finde ich es, dass Sie es versäumt haben, einmal ein Konzept vorzustellen, wie Sie es machen würden.
Nein, nein, das war, ich habe ich die Ohren gespitzt, da war ich schon in freudiger Erwartung, aber leider kam da überhaupt nichts. Und ich sage Ihnen, kein Konzept zu haben am Ende der Wahlperiode, damit werden Sie nicht durchkommen. In der Mitte der Wahlperiode zu sagen, was Leute beklagen, was vielleicht noch ausbaufähig ist bei der Regierung, das trägt Sie nicht durch den Wahlkampf. Sie werden nicht umhinkommen, auch einmal Farbe zu bekennen, was Ihr Konzept ist. Darauf warten wir immer noch vergebens. Es drängt sich der Eindruck auf, dass Sie kein Konzept haben. Wir hingegen haben ein Konzept, und das werden wir Schritt für Schritt ausbauen. Wir werden den Weg in Richtung Inklusion weiter beschreiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr May. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Greilich das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege May, wir haben vorhin in der Besuchergruppe ja schon einmal über das Thema Inklusion gesprochen. Ich sage gerne auch hier im Plenum noch einmal, was ich da schon zusammengefasst habe. Ich glaube, es gibt in diesem Parlament keine Fraktion, die nicht an dem Ziel einer möglichst vollständigen Umsetzung der Inklusion in Hessen festhalten will, die genau dieses verfolgt. Es gibt aber einen grundlegenden Unterschied in der Art und Weise, wie wir das machen, zwischen Ihnen und uns. Das will ich gerne hier, da stehe ich auch dazu, noch einmal sehr deutlich erklären. Wir haben uns gemeinsam mit den Kollegen von der Union in der letzten Wahlperiode hier immer wieder anhören müssen, wir seien nicht ausreichend engagiert bei der Umsetzung der Inklusion. Die Vorwürfe kamen gerade aus Ihrer Fraktion, sie kamen aus der SPD-Fraktion. Wir haben das damals schon zurückgewiesen, Herr Kollege Schwarz, waren uns da immer einig. Aber wir haben darauf hingewiesen, ohne notwendige Ressourcen, ohne die notwendigen Lehrerstellen, die personellen Ressourcen und ohne die räumlichen Voraussetzungen ist Inklusion einfach nicht flächendeckend möglich. Und solange wir diese Ressourcen nicht vollständig bereitstellen können, haben wir den Ressourcenvorbehalt festgehalten. Nun ist die Union in einer Koalition mit den GRÜNEN, und seit 4 Jahren ist das Chaos an den hessischen Schulen ausgebrochen. Sie haben Inklusion mit der Brechstange verordnet, und das führt eben dazu, dass auch da Inklusion angeboten werden muss auf Kosten der Schülerinnen und Schüler, und zwar sowohl der mit besonderem Förderbedarf wie auch der ohne besonderen Förderbedarf. Auf deren Rücken wird es ausgetragen, wenn z.B. in Inklusion, die nur gelingen kann, das weiß jeder, der sich einmal mit dem Thema beschäftigt, der einmal in den Unterricht hineinschaut, Inklusion kann letztlich nur gelingen, wenn Sie 2, 3 Förderfälle, Inklusionsfälle in der Schule haben, in der Klasse haben, wenn Sie eine entsprechende Doppelbesetzung gewährleisten. Und da nützt es überhaupt nichts. Da nützt es überhaupt nichts, egal ob Sie Inklusionsbündnisse machen oder was auch immer, wenn Sie 4 oder 5 Stunden Doppelbesetzung bereitstellen und der Rest der Zeit die Klasse und den Lehrer, die Lehrerin alleine lassen. Das ist die Frage des Ressourcenvorbehaltes. Der muss gelten, und ohne das fahren Sie die gesamte Inklusionsbemühungen an die Wand. Das ist das Problem, das uns alle immer wieder berichten. Meine Damen und Herren, die Antwort auf die Große Anfrage, um die es ja jetzt eigentlich ging, aber Herr May wollte das ja gerne noch einmal hören, die Antwort auf die Große Anfrage zum Umsetzungsstand der inklusiven Beschulung, da kann ich eigentlich nur das wiederholen, was ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe. Es zeigt wieder das Motto dieser Landesregierung, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. In großem Maße wird Auskunft gegeben. Wir können das noch so lange wiederholen, bis Sie es mitsprechen können. Das geht schon. In großem Maße wird Auskunft gegeben über Zielsetzungen, Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen, die, wenn das alles stimmt, was in den Antworten drinsteht, zu einer weitestgehend problemlosen Umsetzung führen müssten. Dummerweise bekommen wir immer wieder andere Rückmeldungen von Eltern, von Lehrern, von Verbänden, wonach es immer wieder Probleme gibt, Einlassungen und Kritiken. Ich hatte das eben eingangs schon an dem Beispiel des nicht mehr geltenden Ressourcenvorbehalts genannt. Einige Punkte will ich aber trotzdem noch einmal gesondert hervorheben, denn beispielsweise haben wir ja in verschiedenen Initiativen bereits die Evaluationsergebnisse bzw. Einschätzungen der Arbeit der Modellregionen angesprochen und auf Auswertungen bestanden. Da ist es nach wie vor dünn.
Es ist schon bedauerlich, dass das Kultusministerium auch hier scheinbar nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, die zentralen Ergebnisse und Erkenntnisse zusammenzufassen, sondern dass auf Geschäftsberichte auf den Homepage verwiesen wird. Hier geht es letztlich um eine fachliche Einschätzung und Bewertung seitens der Landesregierung. Die hätten wir gerne einmal gehört. Nur weil jetzt die Modellregionen auslaufen und ein anderes Projekt überführt werden, wie es so schön heißt, ist es doch nicht irrelevant, welche positiven Erfahrungen gemacht wurden und ob es Problemlagen gab bzw. gibt, die vielleicht mit Blick auf die Inklusionsbündnisse für die Zukunft vermieden werden könnten. Das ist die eigentlich spannende Frage. Wenn man sich weiter mit der Großen Anfrage beschäftigt, verhält sich ganz ähnlich mit den Antworten auf die Fragen 11 und 17, die ich mir einmal herausgegriffen habe, mit denen es ganz kurz und knapp heißt, es liegen keine belastbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse vor. Das mag zutreffen, Herr Minister. Aber man hat auch nicht den Eindruck, dass sich mit den Fragestellungen intensiv beschäftigt wird und dass es einen Erkenntnisgewinn gibt. Ja, meine Kollegen aus der Fraktion, es darf geklatscht werden. Und, vielen Dank. Vielen Dank. Und genau hier an dieser Stelle setzt der Handlungsbedarf an. Welche Schlüsse zieht denn das Kultusministerium aus der Studie? Wie können die aufgeworfenen und nicht beantworteten Fragen so aufgegriffen werden, dass es auch Konsequenzen daraus gibt? Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Untersuchungen? Dazu findet sich in den Antworten der Landesregierung erstaunlich wenig. Erstaunlich ist auch die Antwort auf die Frage 21 betreffend Zusammenhang zwischen Förderquote und Förderschulquote. Dort heißt es im letzten Absatz, und die Formulierung muss man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich zitiere das deshalb wörtlich. Erklärt wird der Anstieg der Förderquote mit dem von der Wissenschaft sogenannten Ressourcenetikettierungsdilemma. Das heißt, dass durch individuelle Feststellungen eines Bedarfs personelle Ressourcen ausgelöst werden und dies einen Anreiz für die Feststellung eines Anspruchs darstellt. Die Gegensteuerung durch das Hessische Kultusministerium erfolgt hierzu über die Zusammenfassung der sonderpädagogischen Gesamtressource für Förderschule und inklusiven Unterricht im Rahmen der inklusiven Schulbündnisse ISB als garantierte und flexibel einsetzbare Förderschullehrerstellen und eine stärkere Ausrichtung der Lehrerzuweisung in Richtung schul- und aufgabenbezogener Versorgung. Da stellt sich dann schon die Frage, was will man uns eigentlich damit sagen? Was will man uns denn damit sagen? Ich kann nur sagen, das ist wieder das, was ich ein paar Mal schon kritisiert habe. Nichts hören, nichts sagen, nichts reden, aber viel, viele Worte darum herum machen, ohne dass konkrete Aussagen kommen, die auch Antworten auf die Fragen geben, die sich wirklich stellen. Und es ist leider so, Herr Kollege Reif, dieser angesprochene Duktus zieht sich durch die gesamte Antwort. Über 200 Fragen und Antworten lohnt sich zu lesen. Da sind Sie am Wochenende beschäftigt. Das Ganze findet seinen Höhepunkt in der Frage 219. In der explizit nach dem Umgang mit den Eingaben oder Beanstandungen gefragt wurde und in der noch einmal gebetsmühlenartig die bekannten Maßnahmen vorgestellt werden, die ja auch nicht angezweifelt werden. Aber die Frage, wie sich das denn in der Praxis auswirkt und wie mit Problemen umgegangen wird, diese Frage bleibt offen und wird nicht beantwortet. Sehr geehrte Damen und Herren, man könnte so sich jetzt mit jeder einzelnen Frage beschäftigen. Schon Herr Kollege Degen hat gesagt, dass es vielleicht ein paar Fragen zu viel waren, die Sie gestellt haben. Oder nein, so haben Sie es nicht gesagt, aber die Masse erschlägt einen natürlich. Ich will deswegen abschließend nur sagen und das ganze Thema einordnen. Inklusion ist ein Beispiel der zunehmenden Heterogenität in den Schulen. Und wir müssen das durch die steigende Heterogenität, den Ausbau von Ganztagsschulangeboten, die Integration von Seiteneinsteigern und die Inklusion veränderter Aufgabenspektrum für die Schulen anerkennen und endlich auch in den Fokus des politischen Handelns nehmen. Wir müssen konkrete Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere für Lehrkräfte und Schulen, auf den Weg bringen, die mit der derzeitigen Situation Probleme haben. Entscheidend ist dabei die tatsächliche Unterstützung und Begleitung, sodass Schulen auch weiterhin den Mut aufbringen können, sich mit ihren Problemlagen auseinanderzusetzen, diese auch zu artikulieren.
Der von der Landesregierung verfolgte Weg der Durchsetzung der Inklusion mit der Brechstange bewirkt das Gegenteil. Er schadet, wie ich schon gesagt habe, gleichermaßen Schülerinnen und Schülern mit und ohne besonderen Förderbedarf wie auch Lehrerinnen und Lehrern. Und das sollten Sie zügigst ändern. Danke, Herr Greilich. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Lorz, Kultusministerium. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und damit natürlich auch der Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und sie wird uns noch lange begleiten. Die Schulen, darauf lege ich immer großen Wert, können dieses Vorhaben nicht alleine bewältigen, wenngleich sie natürlich einen großen Beitrag in diesem kooperativen Prozess leisten können. Und diese Landesregierung verfolgt den Weg, Inklusion schrittweise und mit Augenmaß voranzubringen. Denn nur so, das wissen wir, lässt sich Inklusion qualitätvoll verwirklichen. Im Zentrum allen Handelns steht für die Hessische Landesregierung das Kindeswohl. Die Richtschnur dafür ist primär der Elternwille. Das bedeutet, vor Ort sind die Interessenlagen, aber auch die Zuständigkeiten, die Aufgaben, die Voraussetzungen auf Seiten der Eltern, der Schule und des Schulträgers zu bedenken und zu berücksichtigen. Und aus diesem Gedanken heraus, meine Damen und Herren, setzt die Landesregierung auf dezentrale Entscheidungsfindung. Und aus diesem Gedanken heraus ist das Konzept der inklusiven Schulbündnisse entstanden. Wir verordnen eben nicht von oben, wie Inklusion sozusagen flächendeckend in Hessen auszusehen hat, weil wir wissen, dass die Verhältnisse vor Ort immer ganz anders sind und individuell beurteilt werden müssen. Und deswegen, verehrter Herr Abg. Greilich, müssen Sie sich schon entscheiden. Also entweder Sie werfen uns vor, nichts zu tun, nichts hören, nichts sehen und so weiter, oder Sie werfen uns vor, Inklusion mit der Brechstange zu machen. Aber Sie können nicht gleichzeitig sagen, wir machen nichts und wir machen was und für Ihre Ansicht zu viel. Also beide Vorwürfe zusammen geht einfach nicht. Meine Damen und Herren, dabei ist es das Ziel der Landesregierung, Kinder ganz selbstverständlich in Regelklassen aufzunehmen und sie dafür auch nicht unnötigerweise mit dem Etikett Anspruch auf sonderpädagogische Förderung zu versehen. Wir setzen ganz stark auf Prävention. Und Prävention vor Feststellung ist unsere Maxime. Mehr als 30.000 Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler werden inzwischen an Regelschulen durchgeführt, wo Schülerinnen und Schüler angemessen gefördert werden, ohne dass sie mit einem Stempel versehen werden. Und diese Förderung, die eine herausragende gemeinsame Leistung der Lehrkräfte der allgemeinen Schulen auf der einen Seite und der Beratungs- und Förderzentren auf der anderen Seite ist, wird seit Jahren von der Landesregierung auch mit einem großen Ressourceneinsatz unterstützt. Und wir können das Ergebnis besichtigen, meine Damen und Herren. Es spiegelt sich nämlich beispielsweise in den KMK-Zahlen der Förderquote. Die gibt darüber Auskunft, bei wie vielen Schülerinnen und Schülern in einem Bundesland ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung festgestellt wurde. Und hier liegt Hessen auf einem sehr guten Platz. Das zeigt, unsere enormen Anstrengungen tragen Früchte, meine Damen und Herren. Schon jetzt werden in unserem Bundesland in der Sonderpädagogik mehr Stellen eingesetzt als je zuvor. Und, das will ich ausdrücklich betonen, auch unsere Förderschulen leisten großartige Arbeit. Wir versuchen, überall Inklusion möglich zu machen, wo dies auch möglich und sinnvoll ist. Wir halten deswegen auch an Ziel 1 des Hessischen Aktionsplans fest und streben eine Förderschulbesuchsquote von 4% an. Und wir sind auch auf einem guten Weg, das zu erreichen, meine Damen und Herren. Trotzdem haben unsere Förderschulangebote Bestand. Sie ermöglichen Eltern nämlich die Wahl, so wie es in § 54 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes vorgesehen ist. Und die sonderpädagogische Expertise, die als Gesamtressource ausgebracht wird, umfasst mittlerweile 4.471,2, also kann man sagen rund 4.500 Stellen. Darin ist die zweite Tranche für die inklusiven Schulbündnisse enthalten, die Nachsteuerung aufgrund gestiegener Schülerzahlen und die zusätzlichen Stellen, die aufgrund der neuen Arbeitszeitregelungen in der Pflichtstundenverordnung erfolgen. Und, meine Damen und Herren, es gilt auch hier, noch niemals hatten wir so viele Sonderpädagogen in unserem Schulsystem im Einsatz. Allein im Bereich der allgemeinen Schulen, das ist ja das, wo sich dann die Inklusion abspielt, haben wir die Zahl der eingesetzten Lehrkräfte in 5 Jahren um über 50% gesteigert, meine Damen und Herren. Da muss man erst einmal einen vergleichbaren Fall in Deutschland finden.
Für das Schuljahr 2018/19 sind 86 zusätzliche Stellen für die dritte Tranche der inklusiven Schulbündnisse vorgesehen und mindestens 60 Stellen aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen, vor allem in der Grundschule und im städtischen Raum, sind fest eingeplant. Ja, und man kann sagen, wir haben so viele Stellen neu geschaffen, dass wir inzwischen, wie alle Bundesländer, tatsächlich Schwierigkeiten haben, sie komplett mit voll ausgebildeten Förderschullehrkräften zu besetzen. Aber auch darauf, meine Damen und Herren, haben wir längst reagiert. Seit Anfang 2015 werden von der Hessischen Lehrkräfteakademie Lehrerinnen und Lehrer anderer Bildungsgänge zu Lehrkräften mit der Befähigung zum Lehramt an Förderschulen weitergebildet. Und wir stocken die Kapazitäten gerade noch einmal erheblich auf. Und als langfristige Maßnahmen erhöhen wir außerdem die Ausbildungskapazitäten an unseren Hochschulen. Das haben wir schon eben in der vorherigen Debatte angesprochen. Und rüsten uns damit auch für die Bedarfe der Zukunft. Meine Damen und Herren, die Vorbereitung auf inklusive Bildung an Schulen gehört inzwischen in Hessen zum Standard für alle drei Phasen der Lehrerbildung. Und die Verankerung des Inklusionsbezugs in allen Lehrämtern wird weiter ausgebaut. Ja, wir sehen auch da, da sind wir noch lange nicht am Ende des Weges. Da werden wir auch weitere Anstrengungen unternehmen müssen. Und schließlich auch die 700 Sozialpädagogen, die wir nach der Verabschiedung des Haushalts jetzt nächstes Jahr, also dieses Jahr, an die Schulen bringen werden, stärken auch in dieser Hinsicht das allgemeine Unterstützungssystem für unsere Lehrkräfte. Aber um die bestmögliche Förderung, die bestmögliche Unterstützung für eine betroffene Schülerin oder einen betroffenen Schüler zu erreichen, ist es von großer Wichtigkeit, den geeigneten Förderort für jedes einzelne Kind zu bestimmen. Und diese Entscheidungen werden jetzt in den neu entstandenen und ab dem nächsten Schuljahr flächendeckend in Hessen eingeführten inklusiven Schulbündnissen getroffen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesen inklusiven Schulbündnissen werden in ihren Konferenzen jährlich entsprechend der Bedarfslage die Standorte für den inklusiven Unterricht festlegen. Und dabei gilt es, die möglicherweise unterschiedlichen Interessenlagen der Eltern, der Schule und des Schulträgers im Sinne und zum Wohle des Kindes zu berücksichtigen. Das Konzept der inklusiven Schulbündnisse ermöglicht es den Akteuren vor Ort, die naturgemäß mit Wissen bezüglich der lokalen Gegebenheiten ausgestattet sind, Handlungsspielraum und verlangt gleichzeitig Eigenverantwortung. Und dabei kommt es auf folgende Merkmale an, und die möchte ich dann doch noch einmal abschließend zusammenfassen. Erstens. Alle Schulen befinden sich in Kooperation mit anderen Schulen und mit sonderpädagogischen Beratungs-, Unterstützungs- und Bildungseinrichtungen, um die Aufgaben zu klären, die Anforderungen zu bewältigen und inklusive Bildung gemeinsam mit allen weiteren Partnern umzusetzen. Zweitens. Die Eltern können darauf vertrauen, dass die Bildungsbeteiligung ihrer Kinder von der Schulanmeldung bis zum bestmöglichen Schulabschluss und anschließendem Übergang in das Studium oder in die Berufs- und Arbeitswelt verlässlich im Blick ist. Denn in dem inklusiven Schulbündnis haben sie die Gewissheit darüber, an welcher Schule ihr Kind die beste individuelle Beschulung, Förderung, Begleitung und Unterstützung auf dem Weg zu einer möglichst selbstständigen Teilhabe an der Gesellschaft erfährt. Drittens. Die Flexibilisierung der Ressource bei der Stellenverwendung eröffnet den inklusiven Schulbündnissen prinzipiell die Möglichkeit, unter Kenntnis und Nutzung der regionalen Gegebenheiten den bestmöglichen Förderort für die betreffenden Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung des Wahlrechts der Eltern zu finden und die Lehrkräfte entsprechend optimal einzusetzen. Damit vermeiden wir zugleich Anreize für eine unnötige Etikettierung von Kindern zu geben. Und das mündet schließlich in viertens. Nämlich, dass innerhalb des inklusiven Schulbündnisses verlässliche Vereinbarungen getroffen werden, wie Schülerinnen und Schüler mit vorbeugenden Maßnahmen unterstützt werden können und Schülerinnen und Schüler, die einer sonderpädagogischen Förderung bedürfen, von der ersten Klasse bis zum Erreichen des bestmöglichen Schulabschlusses beschult werden können. Und dazu gehört ausdrücklich auch, um diese Frage des Abg. Degen zu beantworten, dazu gehört ausdrücklich auch die Zuweisung von Förderschullehrern an möglichst nur eine Schule. Aber wir sind ja noch voll im Prozess, die inklusiven Schulbündnisse zu implementieren. Und deswegen ist dieses Ziel natürlich im Moment noch nicht überall erreicht. Aber wir verfolgen es weiter. Die inklusiven Schulbündnisse sind unser Mittel dafür. Das ist die Leitlinie, nach der auch die Kooperationsvereinbarungen, die Absprachen in den inklusiven Schulbündnissen erfolgen. Und Sie werden sehen, meine Damen und Herren, es wird auch dazu kommen. Die Neustrukturierung der Arbeit der Beratungs- und Förderzentren findet ihren Abschluss im nächsten Schuljahr mit der landesweiten Implementierung der inklusiven Schulbündnisse, wobei dann die letzten natürlich auch noch ein, zwei Jahre brauchen, damit die Konferenzstrukturen auch wirklich voll in die Arbeit kommen. Aber bereits jetzt sind alle allgemeinen Schulen einem regionalen Beratungs- und Förderzentrum zugeordnet. Und damit tragen wir dem Auftrag der UN-Behindertenrechtskonvention Rechnung, alle am Umsetzungsprozess zu beteiligen. Meine Damen und Herren, ich will zum Abschluss noch einmal betonen, Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche und ich würde auch sagen generationenübergreifende Aufgabe,
die uns alle vor große Herausforderungen stellt, die niemand alleine bewältigen kann und bei der niemand alleine gelassen werden darf. Nicht die Kinder, nicht die Eltern, nicht die Schulen und auch nicht die Städte, Gemeinden und Landkreise. Wir als Landesregierung stellen uns daher diesem auf Jahre angelegten kooperativen Prozess. Wir gehen mit Augenmaß, viel Kraft, Zeit und Ressourcen hinein und haben zudem die Geduld, ihn langfristig zu begleiten. Und unser Ziel ist es, die Inklusion schrittweise mit Qualität voranzubringen und dabei stets am einzelnen Kind anzusetzen. Das heißt deswegen auch, Förderschulen zu erhalten, um die Wahlmöglichkeit zwischen inklusiver Beschulung und Besuch einer Förderschule zu bewahren. Bis zum Schuljahr 2019/20 werden durch die Implementierung der inklusiven Schulbündnisse flächendeckend in Hessen für alle Schulen die verbindlichen Rahmenbedingungen für die inklusive Arbeit geschaffen sein. Und dann können auch die notwendigen Anpassungen und Veränderungen von Organisationsformen, Konzepten und Strukturen an den einzelnen Schulen erfolgen. Inklusion ist ein Prozess, der nur langfristig angelegt werden und nur langfristig zum Erfolg führen kann. Aber, meine Damen und Herren, wir haben ein Konzept dafür. Und das bescheinigt uns erfreulicher und angenehmerweise ausgerechnet die Friedrich-Ebert-Stiftung, der man ja noch nicht unbedingt nachsagen kann, dass sie jetzt also ein besonderes Interesse daran hätte, schwarz-grüne Politik zu loben, die auch genug Kritik im Einzelnen übt, das ist völlig klar. Aber in ihrer Publikation zum Ländervergleich inklusive Bildung in Deutschland 2017 erklärt sie immerhin, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern hat Hessen ein Konzept zur Inklusion. Ja, da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Wir haben ein Konzept, und das ist auch die Grundlage dafür, dass wir zuversichtlich in die auch weiterhin nicht einfache und herausfordernde Zukunft auf diesem Sektor sehen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Die Aussprache zu Punkt 14 ist damit durchgeführt.